Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Terraria mit Zombay, Maudado und Wintercracker. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Ja, von mir aus können wir das Hören einfach so wieder wegsprengen. Ja, haben wir TNT? Weiß ich nicht. Ich hatte vorhin vieles, das habe ich irgendwo automatisch anscheinend eingeräumt. Ich habe gehört, dass Maudado das TNT mitgenommen hat. Ich habe 14 TNT, ja. Aber unten dürfte auch noch was sein. Unten ist sogar auch noch was, okay. Da sind 4 TNT, nämlich mit 3 mit. Ja, das reicht ja. Let's go. Oh, ich habe Heiltränke. Gibt's in Terraria so richtig geile Legendary-Rüstungen? Ja, ja. So als Transmog? Und, oh, okay. Es gibt später krasse Rüstungen auf jeden Fall. Ja, ja. Transmog-Rüstung gibt's krasse. Es gibt normale Rüstung, die krass aussieht. Okay. Kommt alles. Okay. Oh, Vinacray, du bist Nahkampf? Ja. Ich habe so ein Ding, was erhöhtes Nahkampftempo gibt. Oh, gönn. Oh, das ist wichtig. Das ist ultra wichtig für Nahkämpfe. Bitte klauen 12% Tempo. Das ist krank. Also theoretisch wäre hier rechts ein Herzmodador, aber das ist echt beschissen zu erreichen. Wollen wir nicht noch ein Bett hier irgendwie aufbauen oder so? Dass wir das bauen? Ja. Ja. Gibst du das mit, Zombie? Ein Bett mitbringen. Okay, mach ich. Ah, das hatte dir ein Corekeeper damals angesprochen, dass man das in Terraria dauernd macht. Ich hab's tatsächlich beim letzten Mal durch, bin kein einziges Mal gemacht, aber ist schon praktisch. Aus hier. Ja, wir brauchen aber auch ein bewohnbares Haus. Ich hoffe, das ist da, wenn ich da bin. Irgendwie haben wir hier ein Problem. Wir hätten von der anderen Seite kommen sollen. Ach. Ich hab das, es ist hier ein Dämonenaltar irgendwo. Ja, oben war, glaube ich, einer. Ich weiß nicht genau, wo. Ich glaub, was ist hier los? Das ist nicht. Vom Boot hier. Oh Gott. Ah, guck mal, wir können auch von hier umspringen. Ja. Super. Oh, direkt kommt mit einem Herz schon diesmal. Ja, wir hatten wahrscheinlich schon 2 zerstört seit dem letzten Mal. So. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Gute Arena. Ja. Ich wollte eigentlich noch mehr bauen, aber irgendwie ist die Zeit auf einmal ausgegangen. Der erinnert mich mega an Zelda. Der Regen, Klaus. Der Regen. Ja. Oh, der ist so stark bei dem. Ich kann aber nur eine. Wenn du alle von diesen Augen halt gleichzeitig triffst. Hab ich irgendwas richtig? Ich habe noch gar keine. Eigentlich, ich habe gar keine Waffe. Ich weiß nicht mal, was ich spiele. Aber ich habe meine kleinen Blobs, die kämpfen. Wir haben den schon halb tot, okay. Ach, man muss die ganze Zeit nur die Augen. Ich dachte, wenn die tot sind, ich habe nicht gesehen, dass er schon HP verliert. Ich dachte, wenn die Augen weg sind, kann man ihn angreifen. Nee, man kann ihn treffen, aber man trifft halt meistens die Augen. Aber dein Regen geht halt durch dir alles durch. Ja. Boah, dein Regen macht so viel. Wie viel DPS hast du, Klaus? Ich habe gerade nur 44. Was sehe ich denn? 444 bestimmt. Nee, jetzt geht's auf 75 hoch, 122. Ja. Rechts siehst du DPS, Modell. Untergrund MPH. Schaden. Ah, Schaden pro Sekunde. Ja, jetzt geht's ab. Jetzt ist er weg. Ah, er ist es ist blau. Oh mein Gott. Das Gehirn hat ein Herz mit einem Auge. Interesting. Das ist das erst echte da oben rechts. Was? Wo ist es? Warum damit? Ich habe die falschen gar nicht gesehen. Ja, irgendwie sind die falschen sehr. Ja, jetzt werden die langsam ein bisschen realistischer, die Dinger. Ja, und rechts und rechts und rechts und rechts. Okay, das ist cool. Oben. Was macht er denn jetzt? Er sich nervig bewegen. Warum ja, fokust er mich eigentlich? Warum nimmt er mich denn in ein Sandwich? Achso, warte. Der nimmt uns jeden von uns einzeln ein Sandwich, oder? Kann das sein? Also sollten wir uns ein bisschen splitten. Unten links. Oben rechts? Oben? Ja. Jawohl. Jawollo. Okay. Keine Ahnung. Das war zum Schluss irgendwie ein bisschen verbuggt oder so. Wie brutal das auch ist, wenn die dann so explodieren. So. Looten und leveln. Grund der Verwirrung ist wahrscheinlich der garantierte Drop, ne? Ja. Wenn Experte dran steht, ganz unten. Ah, ja. Dann habe ich fast gar nichts bekommen. Außer ultra viel Erz. Die Gewebeproben, ja. Die sind das Wichtige. 40 Proben und 110 Erz. Damit können wir jetzt die Spitzhacken machen. Für dich. Oh, okay. Milch? Nee, was habe ich gerade gemacht? Doch, hier, guck, die kleinen Viecher. Ein kleines Zombie-Ding. Cool. Noch ein Rassel, ja. Scheiß auf den Pinguin. Na, da will ich den Pinguin. Okay. Danke. Scheiße auf den Hai. Wie fliegt mein Dude? Oh, yo, der fliegt an so einer. In irgendeinem Ding rum. Gehirn. Hast du dich eigentlich die Raketenschuhe jemals geholt? Nee. Wollen wir direkt nochmal einmal machen? Ich kann nochmal beschwören. Ich hab's. Hat eine Chance. Achso, warte. Ich müsste nur zu einem Altar. Es gibt doch auch noch andere Löcher, oder? Oder gibt's nur den einen Eingang? Es gibt noch richtig viele Löcher. Und bald noch richtig viel TNT. Ich mach mir erstmal eine Spitzhacke. Wie mach ich mir denn die Raketenschuhe? Beim Goblin kaufen für 5 Gold. Wo ist der Goblin? Das ist ein Schneegebiet gerade. Okay. Ich hab wahrscheinlich keine 5 Gold mehr, oder? Du bist durch den Boss kommst, da bist du schon. Ach stimmt, oh mein Gott, man kann ja jetzt eine Rüstung da draus machen. Oh. Ja. Oh, die Rüstung. Oh. Ich geh, glaube ich, Hardmode erst beschwöre dann. Aber ich kann so viele Sachen gar nicht tragen.
Fuck, auf das Schild. Sachen tragen. Ja, ich habe ja nur 5 Accessoire-Slots. Ja, mach mal einen Screenshot davon. Ich weiß nicht, was du da anhast. Alles. Ich habe die Schwimmen, die, den Schneesturm, das fürs Licht, die Flossen. Ja, warum hast du Flossen noch an? Ja, damit ich schwimmen kann. Sind die Du hast einen Greifhaken, Doppelsprung und kannst dann Raketenschuhe haben. Ich glaube, du brauchst nicht mehr schwimmen. Okay. RIP 4 Abwehr. Besonders, du kannst die Rennstiefel ja mit den Raketenschuhen zusammencraften. Die brauchen nicht mal einen neuen Slot. Oh, okay. Steht nicht dabei. Also gehe ich damit jetzt zum Guide oder was? Oder wo, um rauszufinden, wo das... Oder du gehst zu dem Accessoire-Crafttisch hier oben, wenn du schon die Sachen hast. Ja. Muss ich die ausziehen? Muss ich die im Inventar haben? Okay. Aha. Ich habe plus 20 Mana-Verzauberung bekommen. Geil. Let's go. Let's go! Was mache ich mit Erz eigentlich? Wie, was machst du mit Erz? Soll ich einfach die Barren durchprügeln? Ja, klar. Okay. Kann ich irgendwie mehr machen? Besser kannst gedrückt halten. Ah ja, okay. Gut, dass ich gerade während du geredet hast, denke, einzelnes Klicken gehört. Oh, da fällt ein Meteorit im Hintergrund! Ich seh ihn! Der Meteorit! Ich steck da ein. Ja, in den Kommentaren stand auch, das wird erst passieren, wenn wir den Boss besiegt haben. Ja, komisch, dass es jetzt genau passiert. Ja, komisch. Ja, ja, weil wir ja gedacht hatten, dass es vorher passiert. Mit wir meine ich euch. Ich dachte, bei den Orbs kann es passieren. Er ist gelandet. Ja, ist irgendwo in der Weltoberfläche. Let's go. Ja, wir müssen nach hinten. Wie nach hinten? Der ist ja hinter uns eingeschlagen. Achso. Ja. Du bist nicht Beschwörer. Ich könnte dir eine Beschwörerwaffe aus dem Dschungel herstellen. Die Peitsche? Ja. Die würde ich nehmen. Suchst du den jetzt? Ja, wo bist du? Lauf stark. Am Ende der Welt rum. Dann laufe ich vom Dschungelbiom zu uns. Vielleicht ist der dann ja da. Ich habe ihn gefunden. Okay. Das ist nur ein kleiner Boost. Nee, es ist ziemlich großer. Meinst du die Raketenstiefel? Ja, ist ja, genau. Ein großer Boost. Aber ich, die, nicht unendlich lang, meine ich. Nee, nicht unendlich. Hat irgendwer von euch schon den Obsidian-Schädel gecraftet und dabei? Nee. Ich habe ihn gecraftet und dabei, ja. Oh mein Gott. Mein MVP. Held. Ich habe eine Idee, Zombie. Guck dir das an. Geht aus dem Weg. Warte. Ich bin noch nicht ganz da. Geht das? Mordado hat Dynamit reingeworfen. Okay. Das geht! Nicht. Ist das hier der... Warte, lass mich mal machen. Ja, genau, der Stein, wo du gerade draufstehst, der dich verbrennt. Das wäre mir nie aufgefallen. Dass er dich verbrennt? Nein, dass das der Meteor ist. Ich glaube, Klaus hat gar nicht gemerkt, dass das halbe Leben von ihm gerade weg war. Eigentlich habe ich richtig viel Obsidian abgebaut. Wo ist denn das alles? Hä, warum verliere ich denn HP? Und ihr nicht? Weil ich stehe nicht auf den Meteoriten drauf. Ah. Ihr habt schon so eine krasse Spitzhacke, die habe ich noch nicht gemacht. Ich habe nur die Erze durchgespammt. Hier kommen Gegner oder sowas. Ich wollte nur für die Spitzhacke den Boss machen. Ich hätte gerne die Gegner raus, aber die ist magisch. Okay, dann gehe ich nochmal in die Base, die Spitzhacke basteln. Was machen wir nochmal mit dem Meteorit? Magiezeug. Das heißt, also ich brauche das ganze Zeug für mich. Ein Laserschwert kannst du machen, glaube ich. Perfekt. Ich muss ganz kurz an die Kiste, ich weiß. Ja, klar. Man kann auch später, glaube ich, dafür sorgen, dass noch mehr Meteoriten abstürzen, aber eigentlich reicht einer. Aus dem Meteoritengestein kann man auch Fernkampfmunition machen, die richtig gut ist. Yes, und eine eigene Rüstung. Und die Gun, die magische. Ja, die magische Gun, die mit der Rüstung kombinierbar, ja, so eine Combo hat direkt. Okay. Zombie. Ja, ich verbrenne hier gerade ein bisschen. Erstmal hier die Peitsche. Oh, Schnappdorn. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich hatte kein Gold für die Peitsche die ganze Zeit. Oh nein, vorhin. Achtung, TNT, es tut mir leid, verklickt. Warum buddelst du so schnell? Ich habe so ein Ding, was mich schneller buddeln lässt. Das Trinket? Ja. Hast du es öfter gekauft? Ich habe das gefunden. Findet man? Oh. Ich dachte, der herreisende Händler verkauft das. Ja, ich will das nämlich auch unbedingt. So, ich bin da zum Abbauen. Nice. Hallo. Hi. Viel Spaß, Klaus. Ich sehe noch da zwei. Jeder Block muss mit. Ja. Okay, tschüss. Bin fertig, Klaus. Jo. Bin heim. Kaum danke bin ich helfen. Da, ne? Es ist fertig. So schnell geht das, wenn ich mithelfe. Ja, und jetzt kann man Meteoritenbahn draus machen. Dann gibt's da die Meteoritenrüstung. Die ist, glaube ich, schlechter als die Dschungelrüstung, aber tatsächlich. Ja, aber ich will die gar nur haben. Könnte man nicht, meinst du nicht, man kann ein Laserschwert bauen? Ja, kann man. Ja, du brauchst Edelsteine. Ah, welche brauche ich? Hat die wer? Die ist am besten. Ne? Und ich glaube, ist egal sogar, die sind, glaube ich, alle stark. Gleich stark, kannst du nur nach Farbe entscheiden halt. Naja, ich hab 16 Bahn. Ja, kannst du mir geben, aber ich würde halt die Rüstung und die Waffe wollen und dafür habe ich nicht genug. Guck mal, willst du eine Shotgun? Und ich habe keine Muni, ich kann sie nicht mehr abfeuern. Let's go. Das Laserschwert, let's go. Wie viel Damage hat das? Kommt man die Muni nicht kaufen? Warte, 26 und Angriffstempo sehr schnell. Geil. Kannst du ja Meteoriten-Muni machen? Nee, leider nicht. Schade. Kann ich, ja. Nee, ich habe noch irgendwie keine aktuelle Waffe. Ich muss mal echt mal gucken, was ich... Also die Shotgun ist mega stark. Ich will nicht in Fernkampf reingezwungen werden. Ich war beim letzten Let's Play auf YouTube schon in Fernkampf. Du kannst ja alles. Du hast ja die Peitsche, du hast die Shotgun. Im Early Game ist doch eh egal. Ich hab auch alles ausgerüstet gerade.
peitsche euch jetzt. Danke. Ach, die Meteorrüstung ist gut für Magie, ne? Die Meteorrüstung macht, dass die Lasergun kein Mana verbraucht. Kann man also unendlich ballern. Ah. Willst du mal gucken, was du brauchst, um dieses mega schwer zu machen mit der Krager? Wo mache ich das denn? Beim Guide kannst du gucken, also das Laserschwert reinlegen. Ah, das Laserschwert ist Teil davon, okay. Ah, nee, ich muss erstmal das blaue Laserschwert upgraden zu der. Also, ich muss die Laserklinge zum Laserschwert upgraden. Jetzt erst. Laserschwert ist auch Hard Mode erst. Ja. Okay, okay. Und kannst du das Schwert von dem Gehirn mit irgendwas kombinieren? Ja, daraus kann ich die Grasklinge. Die Vulkanklinge könnte ich daraus machen, theoretisch. Mit was brauchst du da alles? Ah, nee, die Klinge der Nacht. Dafür brauche ich den Blutschlechter, das Muramasa, die Grasklinge und die Vulkanklinge. Das Muramasa war das aus dem Dungeon. Ich kann dir die Grasklinge schon mal craften, glaube ich. Hab ich das ist ja geil. Ja, ihr könnt mir danach joinen für den Corruption-Boss. Wie mache ich das? Über Steam. Nee, kann ich noch wieder Ray, ich hab das Zeug nicht mehr. Okay. Hast du noch Giftstachel? Das wäre das Einzige, was fehlt. Giftstachel, wie sehen die aus? Ich glaube, ich habe die einsortiert automatisch in Kisten, wenn ich welche hatte. Fuck. Das hat auch noch so ein geiles Geräusch, das Laserschwert. Also für die es jetzt nicht ganz verstanden haben, wir sind gerade auf einem neuen Seed, damit wir noch den Corruption-Boss machen können. Genau. Der Seed ist Zombie klein geschrieben, falls ihr auch diese Corruption haben wollt. Das ist richtig geil. Ich habe mich schon mal umgeguckt hier, nämlich um zu gucken, wo die Corruption ist. Und wenn man hier runterfällt, die Herzen sind nicht mal eingebaut gewesen hier. Ja, die sind irgendwie so generiert, dass die einfach frei sind von Anfang an. LOL. Sind das die Kugeln hier? Ich hab den Hammer. Ah, die kann man ja auch mit dem Hammer kaputt machen. Ja, es gibt hier einen Zauber, wenn der droppt, dann hast du den Boss instant besiegt, Klaus. Das ist so ein Dornenzepter oder so heißt der. Hast du den rausbekommen? Ich glaube nicht. Was hast du rausbekommen? Gar nichts. Doch, es droppt immer was. Ah, da, Ekeldorn, scharf. Ja, genau der. Ekeldorn. Ja, damit tötest du den Boss komplett. Okay, das ist aber für Beschwörer. Ruft ein Ekeldorn herbei. Nee. Ein Zauber. Setz einfach mal ein. Ja, wo ist denn der Boss? Ja, der kommt hier. Ah. Der Weltenfresser. Genau. Oh nee, ich hab den Tier geworfen. Siehst du, was dein Zauber macht? Der beschwört diese Dornen, die durch alles durchgehen. Und der Boss ist halt so eine lange Wurst, die 100 Mal getroffen werden kann. Okay, ich dachte, die Regenwolke ist gleich, geht genauso gut. Du kannst die Regenwolke setzen und dann Ekeldorn. Genau. Ja, genau. Okay. Und wir halten einfach den Wurm hier schön mittig. Ja. Okay, sorry, dass ich die Items nie direkt sehe. Ich bin immer noch davon verwirrt, dass das letzte Item ist. Ja. Ja, aber den machen wir easy fertig. Ja. Mit Kettenmodus schießt der irgendwie Projektile aus den Augen. Jo, die PS von 200. Wobei der natürlich gegen Ende schwächer wird, ne? Weil sich dann die... Ich habe auch 200 ungefähr. Die Heile ja auflösen. Oh nein, ich häng hier fest. Ich bin im Wurm. Oh, ich bin Ich könnte sterben. Ja, ich bin tot. Oh mein Gott. Ja, nur die Köpfe vom Wurm tun richtig weh. Ja. Und den muss man am meisten aufpassen. Ja, tue ich auch. Ich peitsche hier ordentlich durch. Ich erkenne wirklich gar nichts. Also wirklich gar nichts. Ich gucke nur die ganze Zeit oben rechts auf meine HP. Wie kurz sein? Wir haben keine Nurse. Oh. Wir sind hier in einer leeren Welt. Ja, ich hab ein HP. Ich bin tot. Hallo Leute, ich hab nur noch 40 HP. Ich hab halt gar keine HP. Hab ich einen Heiltrank? Ah ja, jetzt kann ich wieder heilen. Komm runter. Die Peitschgeräusche, die ganze. Okay, jetzt bin ich der Letzte. Maudado ist die Letzte. Ja, aber. Ich bin aber auch wieder gekommen. Wintercracker ist wieder da, ja. Versuch einfach zu überleben, gerne die Oberfläche im Notfall, Wintercracker. Oder mach 2000 Schaden, bevor du stirbst. Dafür brauchst du aber vielleicht eine DPS von 200, so wie ich gerade. Ich hatte 200 auch. Oh, toll. Aber sie nehmen schon mal krank. Du bist nicht voll geheilt. Oh. Man spawnt nicht mit voller Pin. Nee. Mann. Ja, zu angenehm. Ja. Wir dürfen nur nicht aus dem Corruption-Biom raus. Man darf den auch an der Oberfläche bekämpfen, den hier tatsächlich. Okay. Oh. Ja, dann mach ich mal noch meine Wolke hier hin. Ja, ich komme auch runtergefallen einfach. Let's go, Peitsch. Der ist gleich tot. Aber der hat keine andere Phase. Nö. Alter. Der splittet sich halt 800 Mal auf und. Ja. Also, wir sind alle an dem gestorben, an dem Gehirn nicht, ne? Nee, so ist es nicht. Hier oben. Okay. Und die Teile hier in der Mitte, sind das so Altare? Wie in der Crimson World? Ja, genau. Okay.
Ist einfach genau dasselbe wie Crimson plus Lila und es gibt halt eigene Items. Hier gibt es einen Mana-Ring, glaube ich. Den brauchst du sowieso. Also wir sollten noch ein paar von den Orbs suchen. Oder was kam aus dem dritten Orb raus? Wieder das Ding, was Klaus schon hat, der Zauberstab. Okay. Ich habe den Namen vergessen. Ekel. Ich habe nur den Wurmschall bekommen, nichts anderes. Der Wurmschall ist aber auch richtig. Ich habe auch nett. Nur den Wurm. Ah ne, und Erd. Schattenschuppen. Natürlich Wurmschall genau. Ist halt ein echt nettes Gerät, ne? Der hat den Schaden um 70%. Der wird sowas ach, das von war angezogen. Das Ding. Oh mein Gott, das brauche ich. Der Boss hat auch überall seine Erze gedroppt, während wir ihn zerhackt haben, ne? Ah ja. Bei dem kann man echt die Items craften, bevor man den besiegt hat, weil er die halt immer im Kampf droppt. Ja. Dämonit-Erz, was mache ich jetzt? Ich habe echt ein Problem mit meinen Trinkets mittlerweile. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich nehmen soll. Wobei wir jetzt hier abbauen können, weil wir dir die... Ist dann die Hacke davon lila? Genau, die Hacke davon ist lila. Okay. Aber die Sachen sehen nix. Wir ja gleich. Nö, nicht viel. So minimale unterschiedliche Stats. Den Zauber, den du da halt bekommen hast, den hättest du auch halt nicht in der anderen Welt bekommen können, ja. Diesen Ekeldorn. Ja. Dann kannst du gleich mal gucken, ob man den noch upgraden kann. Brauchst du nicht. Ich glaube, der ist nur für diesen Wurm echt gut. Okay. Ja, wäre super cool, wenn ich das ganze Erzzeug und so bekomme, weil ich will ja meine Rüstung daraus machen, meine Beschwörerrüstung. Ja, ganz genau. Sehr gerne. Ja. Gehen wir mal rüber in die andere Welt wieder. Okay. Alle raus. Ja, lass mich mal in die Kiste dann gucke ich mal, ob ich mir das Rüstungsset machen kann. Klaus, ich brauche eine Höllenschmiede, komm mal mit. Jo, soll ich mich jetzt bücken oder was? Ja. War hier nicht eine? So eine rote Schmiede in dem Gebäude. Weiter. Da links in dem Gebäude. Du hast doch deine Raketenstiefel, Klaus. Ja, ich mal weiß. Nee, trink halt dran. Los, bau sie uns ab. Ja. Das ist gar kein Gegner, stimmt. Ja, und jetzt kommen wir wieder hoch. Nice. Oh, was ein Abenteuer. Wo setze ich hier hin? Da, wo der jetzige Ofen ist. Ah, die kann beides. Ja, genau, die ist jetzt einfach besser. Okay. So, und jetzt kann ich mit Obsidian und dem Material, hier eine Obsidian-Rüstung herstellen können. Genau, die ist auch relativ neu, sogar diese Beschwörer-Rüstung. Warte, ich komme so gucken. Hat was. Aber es ist so ein Zwischending zwischen Warlock und Schurke, finde ich. Ja. Sieht sehr cool aus. Bonus erhöht Peitschenreichweite um 30% und Geschwindigkeit um 15%, erhöht Beschwörungsschaden um 15% und die Teile einzeln erhöhen Beschwörungsschaden auch nochmal. Das heißt, die Peitschen sind die Waffen von Beschwörern, was natürlich so ein bisschen Sinn ergibt zum Zähmen. Ja, genau. Die Peitsche sagt halt, dass meine Viecher da drauf gehen sollen. Jetzt brauchst du nur noch eine coole Peitsche. Also die ist cool, aber die passt nicht zu deinem Transmog. Ich kann mal kurz gucken, was es für Whips gibt. In Terraria googelt man eigentlich auch gerne mal, aber du hast uns. Ja. Deswegen musst du dich nicht spoilern. Wir sagen dir, wenn es gute Sachen für dich gibt. Danke sehr. Gibt drei Peitschen vorm Hard Mode, okay. Klaus, komm mal mit zum Eisbiom. Übrigens, die Pylonen haben eine Reichweite. Man muss nicht die anklicken, du kannst auch einfach die Karte öffnen. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, wie hast du das gemacht? Ja. Komm mal mit. Erkunden wir oder zeigst du mir was? wir schauen, ob ein 50-50 funktioniert. Okay. Aber wir erkunden auch gleichzeitig. Jetzt sind wir in der Wüste und wieder im Wald. Und jetzt wieder im Crimson. Schneller Biomwechsel hier. Genau. Es gibt immer zweimal Crimson pro Welt oder Corruption. Hier ist okay. Das zweite. Hier werden also noch mehr von den Herzen oder falls wir das noch mehr Gewebe bräuchten, falls wir noch Sachen herstellen wollen und so. Der Schild und hier hast du hier ist zum Beispiel wie. Okay, tschüss. Ich bin voll Idiot. In der Trankkiste ist ein Wurmlochtrank. Finger weg vom Spiegel. Bin auf der 1. Hier siehst du, dass das Crimson hier die Wüste übernommen hat. Ah, ja, stimmt. Das hast du ein bisschen erzählt, genau, dass sich das so ein bisschen ausbreitet. Genau, das ist so Gebiet. Ich habe hier voll das Loch. Das habe ich schon mal weggebuddelt vorhin. Achso. Eine kleine Grube gemacht, damit es sich nicht mehr so weiter ausbreitet. Ah, okay. Das hier ist der Dungeon. Wenn man mit dem redet, kann man den Dungeon-Boss beschwören, dass man in den Dungeon danach rein darf. Das ist der Dungeon, den wir nach dem Eisboss machen. Genau, jetzt wir machen dann nochmal Dschungelboss, Eisboss und dann gehen wir in den Dungeon. Und dann Hölle, okay. Genau. So, und hier ist das letzte Biom, das hast du, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Der Hintergrund kommt mir bisher nicht bekannt vor. Das ist Strand. Sehr chillig. Genau, und wenn du jetzt hier mit mir nach... Boah, wollen wir so weit laufen? Hast du deine Schwimmflossen noch an? Nee. Okay, dann riskieren wir es nicht. Ich habe auch nicht mehr dabei. Okay, komm, ich baue dir eine Brücke. Okay, wir kommen zum Weltende, oder was? Ja. Habe ich vorne unten einen Grabstein von Maudado gefunden. Ja, ich hab's probiert, hab's aber nicht looten können. Ja, ich hab die gelootet dann. Ah, perfekt, was da drin? Irgendwelche Wasserlaufstiefel oder so. Die sind unten in der Accessoire-Kiste. Meine Bretter sind leer, Moment. Ich hab gar nichts dabei, was die Materialien angeht. Ja, ich hab nur 1000 Holz dabei, keine Sorge. Okay. Ne?
Hört dann auf einmal kurz ein bisschen schwindelig. Ja, und dann kam Wintercracker auch noch angeturnt von links. Das hat gerade richtig meinen Kopf. Verdammt. So, deswegen sind wir nicht hier, wir wollen hier weiter links. Das Schimmer, was ich angesprochen habe. Achso, ja, da war irgendwas. Ob wir es 50-50 gewinnen. Schimmer ist entweder links oder rechts am Rand der Welt, wenn man nach unten buddelt, vor dem Meeresbiom, also hier so, wo ich bin. Ja. Oh, es ist wieder dieses Glücksevent. Ja, lass mal runterbuddeln, wenn wir schauen wir mal, ob wir Glück haben. Wir sind Höhlen, aber ich sehe, ich glaube, wir sind auf der falschen Seite. Oh. 50-50 verloren. Nö, hier ist nur alles da ist aber was. Das ist Ultra am Leuchten da rechts. Ja, das ist lila Moos. Okay. Zufällig, ich glaub, welche Farbe man von Moos bekommt, aber ich nehme gerne lila. Sieht holy cool shit, aus. Das sieht ultra geil aus. Das sieht echt cool aus. Das sieht übertrieben geil aus. Ja gut. Schick. Dann wissen dann wir... beim nächsten Mal nochmal 50-50 und dann... Ja, haben wir... Dann haben wir es. Dann haben wir es gefunden. Sehr schön. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, liebe Leute. Schaut in die Beschreibung rein, da sind die anderen drei verlinkt und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal bei Terraria und auch anderen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.